Fahren Sie jetzt bis zur nächsten Bushaltestelle. Wenn das Geld stimmt, bekommen Sie Ihre Tochter. Wir haben das Geld. Jetzt bist du dran. Wir müssen noch mal drüber reden. Komm zurück. Wir treffen uns wie vereinbart am Flughafen. Hey, du, dann bist du ein reicher Mann. Und jetzt bring's zu Ende. Pass auf, wer kommt? Scheiße. Hände sind eingeschlafen. Kann ich mich nicht bitte kurz losbinden? Bitte tun Sie mir nichts. Halt den Mund. Wir machen das nur, weil der andere wollen, was von Ihnen verlangt. Ich hab gesagt, du sollst den Mund halten. Wenn ich aussage, dass Sie mich anständig behandelt haben, kommen Sie bestimmt noch ganz gut bei weg. Ich weiß, dass Sie kein schlechter Mensch sind. Wir müssen jetzt endlich die Polizei informieren. Lilly und Eugen sind bestimmt zu dieser Hütte gefahren. Ich verstehe ja Ihre Bedenken wegen Herrn Sieger, aber für diese beiden haben wir die Verantwortung. Bitte, Sie haben ja recht. Nicht mit Ihnen sprechen. Ich rufe Sie gleich zurück. Herr Sieger, warten Sie. Ich muss jetzt die Polizei rufen. Bitte geben Sie mir noch 5 Minuten, bis Herr Ihrer hier ist. Ich stehe schon an der vereinbarten Stelle. Tut mir leid, ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir haben schon zu lange gewartet. Nur noch 5 Minuten. Wir wissen jetzt, wo die Entführer sich versteckt halten. Ich bin überzeugt, dass es so auch das Richtige für Herr Ihrer ist. Es geht hier um meine Tochter. Ich wollte Sie nur informieren. Ich lege jetzt auf. Gehen Sie schon zu den anderen. Wir treffen uns dann in der Mensa. Mhm.
Danke. Conny, Darling. Du? Na? Hey. Was ist mit dir passiert? Ganz witzig, oder? Ja. Du siehst fantastisch aus. Ehrlich? Ja, blond steht dir echt gut. Du, sag mal, hast du schon wegen der Rolle für mich gefragt? Sorry, Darling, ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich frag gleich mal Fred. Sorry, Darling. Wie es aussieht, sind alle Rollen schon besetzt. Schade. Naja, dann warte ich eben hier auf dich. Wir werden verfolgt.